Kapitel 17. Barbara und das Stoßmalz Simal. Wie freuten sich Awuf, Bumba, Kika und Nafnaf, dass sie wieder zu Hause waren. Am Ufer sahen sie Tanja und Vanya jubeln und tanzen. Neben ihnen stand der Seemann Robinson. »Guten Tag, Seemann Robinson«, grüßte Dr. Albolit vom Schiff aus. »Guten Tag, lieber Doktor«, antwortete der Seemann Robinson. »Hattest du eine gute Reise? Ist es dir gelungen, die kranken Affen zu heilen? Und sage mir auch, was aus meinem Schiff geworden ist.« »Ach, dein Schiff ist untergegangen«, sagte der Doktor. »Es ist nahe bei der Küste Afrikas an den Klippen zerschellt, aber ich habe dir ein neues Schiff mitgebracht. Es ist besser als das deine.« »Dafür bin ich dir sehr dankbar«, sagte Robinson. »Ich sehe, es ist ein ausgezeichnetes Schiff. Meines war auch gut, aber dieses ist einfach eine Augenweide, so groß und so schön.« Der Doktor verabschiedete sich vom Robinson, setzte sich auf das Stoßmalzimal und ritt durch die Straßen der Stadt nach Hause. Nach Hause. Von überall kamen Gänse, Katzen, Truthähne, Hunde, Ferkel, Kühe und Pferde herbeigelaufen. Und alle riefen freudig, »Malakutscha, Malakutscha«, in der Tiersprache heißt das, »Es lebe Dr. Albolit«. Die Vögel der ganzen Stadt flogen herbei. Sie umkreisten den Doktor und sangen ihm heitere Lieder. Der Doktor war froh, wieder zu Hause zu sein. Genau wie früher lebten in seinem Wartezimmer Igel, Hasen und Eichhörnchen. Anfangs fürchteten sie sich ein wenig vor dem Stoßmalzimal. Dann aber gewöhnten sie sich daran und gewannen es lieb. Tanja und Vanya aber lachten beim Anblick des Stoßmalzimals und klatschten vor Freude in die Hände. Vanya umarmte den einen Hals, Tanja den anderen. Den ganzen Tag lang streichelten und kraulten sie es. Später fassten sie einander bei den Händen und tanzten fröhlich den Keller, jenen lustigen Tanz, den Chichi ihnen beigebracht hatte. »Seht ihr, ich habe mein Versprechen gehalten«, sagte Dr. Albolit. »Ich habe euch aus Afrika ein wunderbares Geschenk mitgebracht, wie man es noch keinen Kindern gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass es euch gefällt.« In der ersten Zeit hatte das Stoßmalzimal Angst vor den vielen Menschen und versteckte sich auf dem Boden oder im Keller. Allmählich gewöhnte er sich jedoch an sie und wagte sich in den Garten hinaus. Ja, es gefiel ihm sogar, wenn die Menschen herbeiliefen, um es anzustaunen und es freundlich ein Wunder der Natur nannten. Noch war kein Monat vergangen, da spazierte es schon mutig zusammen mit Tanja und Vanya, die sich nie von ihm trennten, durch die Stadt. Immer wieder liefen Kinder herbei und baten es, sie aufsitzen zu lassen. Es sagte niemals nein, sondern ließ sich sofort auf die Knie nieder, sodass ihm die kleinen Jungen und Mädchen auf den Rücken klettern konnten. Es trug sie durch die ganze Stadt bis zum Meeresstrand und nickte fröhlich mit seinen beiden Köpfen. Tanja und Vanya flochten ihm seine lange Mähne schöne bunte Bänder ein und hingen ihm an jeden Hals ein silbernes Kleckchen. Wenn der Stoßmalzimal durch die Stadt schritt, hörte man es schon von Weitem. Bei diesem Klang kamen alle Einwohner auf die Straße, um das eigenartige Tier wieder anzustaunen. Auch die böse Barbara wollte auf dem Stoßmalzimal reiten. Sie kletterte ihm auf den Rücken und begann es mit ihrem Regenschirm zu schlagen. »Mach schnell, du zweiköpfiger Esel!« Der Stoßmalzimal ärgerte sich, lief auf einen hohen Berg und warf die Barbara ins Meer. »Hilfe! Hilfe, rettet mich!« schrie die böse Barbara. Aber keiner wollte sie retten, und sie war schon am Ertrinken. »Awuf, lieber Awuf, hilf mir ans Ufer«, schrie sie. Awuf aber knurrte nur »Ruh«. In der Tiersprache heißt das, »Ich will dich nicht retten, weil du böse und garstig bist.« Da kam der alte Seemann Robinson mit seinem Schiff vorbei. Er warf der Barbara eine Leine zu und zog sie aus dem Wasser. Um diese Zeit ging Dr. Albolit mit seinen Tieren am Strand spazieren. Er rief den Seemann Robinson zu, »Bring sie nur recht weit weg. Ich will nicht, dass sie in meinem Haus lebt und meine lieben Tiere schlägt und quält.« Der Seemann Robinson brachte sie ganz weit weg auf eine unbewohnte Insel, wo sie niemanden kränken konnte. Dr. Albolit aber lebte glücklich in seinem kleinen Haus und heilte von früh bis spät Vögel und Tiere, die aus der ganzen Welt zu ihm geflogen und gelaufen kamen. Alle waren glücklich und so vergingen 3 Jahre. Und nach diesen 3 Jahren geht es weiter mit Penta und die Seepiraten, dem zweiten Teil des Dr. Albolit. Aber für heute und jetzt
soll es erst einmal reichen.